Aber wie kann denn das passieren?
fehlt der Einlassleiter. Ohne Leiter. Ohne Leiter. Ohne Leiter oder so. Mein Name ist Max Lücher, ich bin Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit im Technischen Hilfswerk Cottbus, Ortsverband. Und wir sind heute Nachmittag alarmiert worden zu dem Einsatz der Feuerwehr, um dort zu unterstützen bei der Brandbekämpfung. Konkret mit der Fachgruppe Räumen aus Spandau als Unterstützung und unserer Fachgruppe Räumen sowie, wie Sie sehen, auch der Bergungsgruppe bei uns. Genau. Was ist die Aufgabe des THWs genau? Also wir sind momentan daran beschäftigt, mit dem Bagger einfach das Dach abzutragen vom oberen Geschoss, dort wo auch Blutnester vermutet werden, und dadurch halt die Brandbekämpfung für die Feuerwehr zu ermöglichen, dass es einfach besser und schneller gelöscht wird. Wie lange wird der Einsatz noch dauern? Das können wir momentan noch nicht sagen tatsächlich, da momentan auch die Verzögerung da war, aus
dem polizeilichen Einsatz, der davor entstanden ist.